So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bob de Babel von Gestaltung 1 der Uni Innsbruck. Wir sind hier heute in Sölden auf dem Geislach-Kogel auf über 3000 Metern. Ein spektakulärer Ort für ein tolles Interview. Wir haben heute ganz spannende Gäste eingeladen. Sölden muss ich, glaube ich, nicht eigens vorstellen. Sölden ist über die Grenze hinaus bekannt. In Sölden identifiziert man sich mit Eventtourismus, mit Spaß, mit Action, mit Sport. Man liefert spektakuläre Bilder in die Welt raus. Sölden ist auch bekannt für eine ganze Reihe von Events. Da gibt es die Hannibal-Gletscher-Inszenierung seit 2001, wo Hubschrauber Götter symbolisieren und wo die Pistenbullis für die Elefanten stehen. Sölden ist bekannt für den Adrenalin-Cup. Sölden ist auch bekannt für Stimmles Joch, für das Radrennen und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch lange fortsetzen. Ich darf jetzt einmal zuerst einleitend meine Gäste begrüßen. Da haben wir zuerst den Jakob Falkner. Grüß Gott, der Geschäftsführer ist von den Bergbahnen in Sölden und den Florian Flebs von der Tirol-Werbung. Herzlich willkommen. Danke. Vielen Dank dafür, dass ihr bereit seid, mit mir darüber zu sprechen. Sehr gern. So, wir fangen mit Ihnen an, Herr Falkner. Sie sind ein Visionär, Sie sind ein Pionier des Tourismus, Sie sind auch sehr bekannt. Sie sind ein Liftkaiser in persona. Sie haben sehr viele Projekte hier begleitet im Ötztal, beginnend mit der Area 47 am Eingang des Tales, mit dem Aquadome in Lengenfeld, auch mit dem Skigebiet sind Sie in persona verknüpft und verbunden. Sie haben sehr viele Projekte initiiert, auch hier am Geislach-Joch. Da haben wir Geislach-Kogel, Entschuldigung. Da gibt's diese spektakuläre Bergstation. Es gibt den Ice Cube, das Gourmet-Restaurant, in dem wir uns gerade befinden. Und es gibt die 007 Elements. Wenn Sie auf alle Ihre Projekte, die Sie auch begleitet haben, zurückblicken, gibt es da ein Projekt, auf das Sie ganz besonders stolz sind? Zuerst vielleicht ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite noch einmal. Ich möchte eines berichtigen. Ich glaube, Pioniere, in dem Fall war es mein Vater. Ich sehe mich nicht als Pionier. Die haben die harten Zeiten gehabt. Die haben angefangen und wir entwickeln es hoffentlich gut weiter. Wir stehen Sölden also für Sport und Unterhaltung und das wollen wir dann auch leben, dass das nicht nur als Headline, als Überschrift dasteht, sondern dass der Gast, wenn er nach Sölden kommt, das auch spürt. Und diese Projekte, die Sie jetzt aufgestellt haben, passen da wunderbar unter das Dach Sport und Unterhaltung. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ein Projekt was ganz Besonderes ist, dann vielleicht das letzte eben, das 007 Elements. Und zwar aus folgendem Grunde, wir sind die Ersten, die weltweit eine Lizenz bekommen haben, offiziell von Ion, von der Produktionsfirma. Und es ist so authentisch, es passt so wunderbar dazu, weil eine der Hauptaufnahmen, also eine der Szenen war ja hier, genau hier. Im Restaurant, im Film ist dann die Klinik. Und dann sieht man aber auch die Straße, die Gletscherstraße, wo ja die zweite Sequenz war. Und das passt so wunderbar eben zu uns, zu Sölden. Es ist hier gedreht worden, 2015 im Jänner und im Februar. Und es passt unter dieses Dach Unterhaltung. Und deswegen freut es mich und es war sicher ein schwieriges Projekt. Und meistens ist es so, dass die schwierigsten Projekte dann auch mitunter die schönsten sind. Wir haben neben dem Zeitpunkt oder der langen Zeit, dass wir dann das errichten durften, die Genehmigung hatten, hatten wir eine unheimlich schwierige Bauzeit. Also ich kann mir über all die Jahre nicht erinnern, wo wir so ein schlechtes Wetter gehabt haben. Und das Jahr drauf wäre es wunderbar gewesen. Aber so ist das Leben. Das hat uns natürlich viele Sorgen bereitet. Aber in der Summe ist das ein Projekt, wo ich sage, das mich ganz, ganz besonders freut. Aber natürlich auch alle anderen Projekte, die dieser Sache dienen. Die modernen Bahnen, das Ice Cube Restaurant, die Gigi Joch Bahn. Ich glaube, das ist auch wieder eine spezielle Architektur. Und wir haben was übrig für Architektur, für Design. Früher hat man auf das wenig beachtet. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Das spielt aber auch in unserer DNA der Bergbahnen für die Zukunft eine wichtige Rolle. Und wir können ja heuer die letzte Lücke, das Restaurant an der Mittelstation, können wir auch im modernen neuen Stil bauen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und dann haben wir eigentlich alles komplettiert.
Und dann wünschen wir uns, dass wir möglichst viele Leute am Berg haben, denen wir diese wunderschöne Natur näher bringen können. Herr Flebs, über die Rolle der Architektur möchte ich auch mit Ihnen sprechen und dann später auch mit dem Architekten Obermoser. Diese touristischen Hotspots sind ja immer auch hybride Orte. Es geht darum, dass hier Ort, Events, Marken fusionieren. Diese Hotspots, von denen wir hier sprechen, die müssen sich ja auch positionieren in den Brandscapes. Welche Rolle spielt da Ihrer Meinung nach die Architektur aus der Perspektive des Touristikers? Sie spielt eine ganz wesentliche Rolle. Sie haben von Brandscapes gesprochen. Es ist nicht Infrastruktur und Dienstleistung alleine. Es ist ganz entscheidend auch die Qualität in Infrastruktur und Dienstleistung, die dann besondere Orte zu wirklich diesen besonderen Orten machen. Hier oben am Geislach-Kogl ist einer dieser Orte, nämlich diese Verbindung und in dem Fall die gelungene Verbindung. Und deshalb ist der Ort ja auch so besonders aus Ästhetik, eingebunden in eine unglaublich starke Bergkulisse. Wir selber erleben jetzt gerade auch Naturschauspiele unmittelbar auf einem Platz, der dann wahnsinnig viel Kraft gibt. Und es ist diese Verbindung. Und ich bin davon überzeugt, dass Architektur, und da geht es nicht um alt oder neu, um traditionell oder modern, sondern am Ende geht es um Stil und Ästhetik, passend eingebunden in das Umfeld und im Tourismus. Und wenn ich den Berg hernehme, ganz stark auch in das Umfeld der Bergnatur. Ja, und über die Architektur und die Rolle des Architekten möchte ich jetzt auch mit dem Architekten selbst sprechen und ich darf ganz herzlich den Johann Obermoser begrüßen. Der Geislach-Kogl ist für Sie mittlerweile ein Heimspiel geworden. Sie haben sämtliche Projekte hier verwirklicht, die Geislach-Kogl-Bahn, den Ice Cube und auch die 007 Elements. Wie ist es für einen Architekten auf dieser Höhe zu bauen? Welche Herausforderungen entstehen hier? 3000 Meter reden wir natürlich vom Permafrost. Aber die Geschichte dahin war ja eine lange. Wir sind ja ins Ötztal gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben einen Wettbewerb gewonnen, der wie so oft dann nicht realisiert wird. Aber dann hat schnell was passieren müssen, weil die Aufstiegshilfen die Kapazitäten zu nieder waren. Und so haben wir dann den Direktauftrag Geislach-Kogl bekommen. Und dass das dann so eine lange gemeinsame Arbeit wird, das ist jetzt seit 2010, ist die Geislach-Kogl in Betrieb und eine Freundschaft sie gebildet hat mit dem Bauherrn, ist natürlich das Positive, was man heute als Architekt irgendwo mitnimmt, sodass man natürlich von einem Heimspiel reden kann, weil den Geislach-Kogl kennen wir inzwischen in- und auswendig. Die Schwierigkeit Geislach-Kogl war bei der Bahn natürlich auch, ich meine, die Bahn hat ja neu gebaut werden müssen, weil es die alte vom Permafrost zerstört worden ist. Das heißt, sie war nicht mehr betriebssicher. Und somit hat man sich was überlegen müssen, wie man neu baut. Und die Fundamentierung in der Höhe ist natürlich das größte Thema, weil das ist wesentlich schwieriger als wie am Gletscher, wo man weiß mit den Geschiebe mit dem, aber der Permafrost, da weiß man nicht, wie er reagiert. Und das Lustige war, wenn man über das mit den Geologen und so diskutiert und geredet hat, wie kann man da am besten sie platzieren und so weiter, war also ein nebensächliches Gespräch mit Mitarbeitern von den Bergbahnen, die erzählt haben, dass sie Kabelgräben aufgemacht haben, die sie dann wieder hinterfüllt haben und zwei Jahre später wieder reinermessen, der Permafrost sie wieder gebildet hat. Und das war eigentlich so nebensächlich. Und daraus ist auf einmal dann die Diskussion entstanden, ja warum? Ja, weil er der Natur ausgesetzt ist und nicht der Sonne, aber der Natur ausgesetzt ist. Und dann ist die Idee entstanden, ja, sollte man dann nicht ein technisches Konstrukt machen, dass der Boden der Natur ausgesetzt bleibt, sodass man sie nicht auf den Boden setzt, sondern dass er durch Windung unten stattfindet, sodass der Permafrost keinen Wärmeeintrag kriegt, sondern diese natürliche Durchwindung den Permafrost erhaltet.
Und das ist damals bei der Bahn dann eigentlich zum ersten Mal dann versucht worden. Das heißt, es sind große Kammern geschaffen worden, die auf 23 Punkte gelagert sind, die untereinander hydraulisch eingestellt werden kann. Das heißt, wenn ein Punkt nachgibt, kann ich den hydraulisch wieder hochfahren. Und somit kann man, wenn der Permafrost irgendwo nachgibt, sich quasi bis zu einem Meter das gesamte Gebäude wieder in die Waagrechte bringen. Und das Prinzip, und natürlich videoüberwacht, weil Seilbahn natürlich unter größten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden müssen, hat man diese ganzen Punkte videoüberwacht. Und man kann genau sehen, wenn Bewegungen da drinnen stattfinden, was da los ist, und man kann das dann ja auch nachjustieren. Die einfachste Lösung ist oft eine sensationelle Lösung. Gar nicht nachzudenken von den Kosten her. Wir reden ja da von Kosten, die überschaubar sind. Und so sind wir dann eigentlich immer tiefer in diese Materie reinkommen, und durch die Freundschaft mit dem Bauherrn, die sehr eng und vor allem für uns von der Architektur her sehr nachhaltig war, weil wir einfach ein Verständnis gefunden haben, dass man sicher war, dass Architektur mehr ist, als wir, was da steht, sondern dass das ausstrahlt, dass Marketing damit gemacht werden. Wir haben da im Grunde europaweit mit dem IceCube und davor schon mit der Bahn das Marketing gemacht und haben gesehen, was da für Feedback daherkommt. Und so ist es jetzt für uns einfach eine Herausforderung, dass wir immer, wenn wir neue Aufgaben für ein Gesetz kriegen, an die Grenzen gehen können und uns wirklich mit dem auseinandersetzen, weil was ist Bauen im Alpenraum? Bauen im Alpenraum ist, dass ich heute mit dem, was da nicht veränderbar ist, und das ist halt die Landschaft, das ist das Panorama, dass ich das einfahre und dass ich das so da inszeniere, weil das ist unverwechselbar. Das gibt es in den Dolomiten nicht. Dafür gibt es da wieder was anderes. Aber an dem muss ich mich orientieren. Das, was ich hinstelle, ist temporär. Und das kann ich jetzt inszenieren, dass ich sage, ich gehe in die Landschaft auf, ich verstecke mich, dass ich mich da mit der Materialität eingrabe oder mit der Materialität baue. Wir haben einen anderen Weg gewählt, wir haben die Reflexion gewählt, das heißt, dass sich die Landschaft drinnen spiegelt und dass wir diesen 360-Grad-Rundumblick eigentlich ins Haus holen, um das herum eine Hülle bauen, aber eigentlich unser Fokus ist die Natur. Und die Natur spielt so viele verschiedene Geschichten. Ich habe das den Berg erlebt im Sturm, im Nebel, in blauer, blitzblauen Himmel. Du wirst nie dasselbe Erlebnis haben. Das heißt, die Architektur ändert sich mit dem Bergerlebnis. Und das macht es so spannend und das macht es auch so interessant für die Gäste. Da sind wir schon bei vielen anderen Themen. Die Herausforderung hier am Geislerkogel war nicht nur an technischer Natur, sondern durch diesen Auftrag, den Sie ausloten mussten für den Herrn Falkner, nicht, hier die 007 Elements zu bauen, dann steht ja für den Architekten eine neue Herausforderung. Nicht. Also wenn man mit Leuten arbeitet, die aus dem Film kommen, da geht es um Fiktion, um filmische Fiktion, da geht es um Inszenierung, die arbeiten mit leichten Zeichnen. Die arbeiten auch mit Marketing, was Sie vorhin gesagt haben. Auf der anderen Seite arbeitet der Architekt mit schweren Zeichen. Und auf der dritten Ebene gibt es die Natur, die quasi eine eigene Realität wieder ist. Worauf muss jetzt der Architekt aufpassen? Ne? Es gibt jetzt einerseits dieses Spektakel des Films, das Spektakel der Architektur, das Spektakel der Naturwelt. Wie muss sich da der Architekt jetzt richtigerweise positionieren? 007 Elements war dann eine andere Sache. Das kann man mit IceCube nicht vergleichen. IceCube ist ein Platz, wo bewirtet wird, wo Leute sich treffen, wo Leute zusammenkommen. Und im Grunde ist es, wenn man es jetzt so sehen will, ein Leuchtturm für das gesamte Skigebiet.
Elements war dann eine ganz andere Situation für uns, weil wir zuerst einmal die Produktionsfirma E.ON begeistern hat müssen, dass man was macht, das sie akzeptieren, weil es ihrem Brand entsprechend sich darstellt. Das heißt, wie mir der Bauherr den Auftrag gegeben hat, sich Gedanken darüber zu machen, wir haben nie über Museum geredet, aber über Location, wo man mit Bond zusammen irgendwas gemeinsam machen können, war für uns das auch komplett eine neue Welt. Wir haben uns einmal ich muss jetzt dazu sagen, zu meiner Schande, ich war nie ein Bond-Fan. Also wenn ich heute gefragt wäre, obwohl die gesamte Historie da drüben inzwischen dokumentiert ist, wir uns wahnsinnig auseinandergesetzt haben, aber in meinem Alter vergisst man wieder. Das heißt, ich könnte heute nicht die ganzen 23 Bond-Filme aufzählen, wäre gelogen. Aber wir haben uns intensiv mit dem Bond Brand, mit der Architektur auseinandergesetzt, mit dem Kulissen von Ken Adam. Was macht das aus? Was ist das Begeisternde dieser Bond-Inszenierungen? Es ist ja nicht nur, dass es explodiert, dass es tolle Kulissen sind, sondern es ist ja immer wieder ein gleicher Zugang. Das ist das in die Erde gehen, ob es ein Vulkan ist oder was anderes ist. Es sind die perspektivischen Linien, die sehr scharf laufen und immer irgendwo ändern. Es ist eine Materialität, die sehr kompakt ist, das heißt die Sicherheit, die Bunker, diese ganzen Stimmungen. Und Neil Kello ist dann aufgesprungen, weil er auch gesagt hat, ja, das ist eine Sensation, erstens auf dem Berg, ich meine, wir sind auf 3000 Meter. Der Zugang ist schon eine Sensation, wie man da hinkommt. Und wie man heute sieht, das Wetter natürlich spielt da jedes Mal das Archaische, wo man da ist. Ob Winter oder Sommer, immer spielt es anders. Und er war dann begeistert und ist zu uns ins Team mit drauf und hat uns vier, fünf verschiedene Szenarien gezeigt, was er sich vorstellen kann. Und aus dem außer haben wir dann gesagt, ja, das wird uns taugen. In die Richtung wollen wir gehen. Und dann haben wir unsere Architektur wieder dem angepasst, weil natürlich jetzt die Funktion da war. Weil für mich war eines ganz wichtig, dass wir kein Museum bauen, sondern einen Schauplatz, wo man mitten in der Natur steht. Das heißt, keine beheizten Räume, keine klimatisierten Räume, sondern ich war der Meinung, wenn ich da heroben bin, komme ich nicht mit der Badhose an, weil ich auf den Berg gehe, also bin ich sowieso so gekleidet, dass man durchgehen kann. Aber das ist ein Phänomen, das man auch diskutieren kann. So ist es. Vor allem auch der Bauherr, der muss da mitgehen. Weil ich meine, da gibt es sehr viele, die sagen, ob es ist ein Vogel. Ich meine, wenn da einer eine Stunde durchgeht, der ist erfroren. Na, ich frage deshalb auch, weil Sie haben vorhin gesagt, dieser Ice Cube ist im Grunde ein Leuchtturm. Ne? Es gibt ja sehr viele Projekte, die in die ähnliche Richtung mittlerweile schon gehen. Herzog-Dümmer-Raum bauen am Titlis-Gletscher, ne? Titlis 3020. Da taucht dann die Frage auf, warum Gebäudekörper mit Glasfassaden auf 3000 zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eine Idee vom Peter Sloter, oder eigentlich den Philosophen, ne? Der diesen Kristallpalast, so wie er es nennt, ja, verwendet, um eine Komfortzone zu beschreiben. Das heißt, Menschen kommen in die entlegensten Gebiete, sind aber immer innerhalb einer Komfortzone. Die fahren mit der Gondel rauf, steigen aus, sind im Innenraum der Komfortzone. Sprich, wenn es draußen wild zugeht, es wettert, es ist der Sturm und so weiter, es kann sogar Zustände erreichen, wo der Mensch gar nicht überleben könnte. Wir sitzen ja hinter der Glasscheibe. Und das ist quasi diese Diskrepanz des Komfortraums, dass wir ja quasi genießen und uns zurücklehnen, während draußen das ist, was früher den Alpinismus ausgemacht hat, nämlich der Aufbruch ins Abenteuer. Und das ist jetzt genau der Punkt, was wir damals anders gesehen haben. Schon bei der Bahn. Ich kann mich erinnern, 2005 beim Wettbewerb war eine Vorschrift, dass man über ein Foyer in die Bahn geht.
so wie du zuerst gesagt hast, vor dem Glaspalast. Den wollten wir nicht. Wir wollten einen Regenschirm drüber spannen. Wir wollten einfach, dass wir die Technik schützen. Aber nicht wärmen, nicht irgendwas tun. Und darum sind wir zu der Folie gekommen. Und was ist Folie? Wiegt nichts. Das heißt, ich kann mit der Konstruktion retour gehen. Da kommt ja eins zum anderen. Und dann hast du eben kein Gebäude, sondern, das haben wir damals zwar noch nicht gewusst, auch der Vogelschutz, wir haben nichts, keine toten Vögel da liegen. Das war dann noch so das Nebenprodukt für den Naturschutz. Und darum sage ich immer, das Bauen in den Alpen ist nicht nur von der Fundamentierung und wo man sich verortet, eine spannende Sache, sondern auch, wie innovativ man vorgeht. Aber da waren natürlich auch gleich die Ersten, die gesagt haben, eine Folie auf 3000 Meter funktioniert nicht. Ja, dann ist das Erste, wo sind da die Garantien? Ja, gibt's nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Wir haben Fußballstadien gemacht, wir haben sonstige Sachen gemacht, aber wir haben in 3000 Metern noch keine verortet. Also wir kennen kein Langzeit-Ding. Na, dann sagt der Bauherr, was passiert, wenn das nicht funktioniert? Dann sage ich, dann werden wir wieder eine drüber spannen müssen oder eine Plane drüber tun oder irgendetwas. Ja, dann machen wir es. Aber das, was noch dazu kommt beim Bauen in den Bergen, da gibt es ja diese bekannte Regel vom Los, ne? Der sagt, die Natur ist der Kulissenbauer und so weiter. Wenn man aber für Brands baut, dann begibt man sich auf ein anderes Parkett, weil da muss ich mich irgendwo schon auch in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeiten verorten irgendwo. Man baut ja anderswo auch Plattformen auf Berge und so weiter. Ne? Gegen die bin ich aber allergisch. Aber man riskiert irgendwo in dieses Flagship-Syndrom reinzufallen. Nicht? Also, wenn wir hier anfangen in Sölden mit Ice Cube, mit James Bond, da machen die in Ischgl ein Lady Gaga Museum und andere exhumieren dann Elvis Presley, oder? Dann hat man irgendwo more of the same. Das ist ja im Grunde das Problem. Man sieht was und glaubt, das braucht man, ohne zu hinterfragen. Was mich zum Beispiel so stört, und da habe ich mich nie durchgesetzt, wir haben es einen Winter da am Geislach Kogel gehabt, diese Stallstiegen auf die Gipfel. Ich hasse sie. Weil ich sage, ein Seil darauf gelangt. Und wenn ich einmal nie drauf komme, komme ich nie drauf. Sonst wird man einen Geschmacksverstärker bauen, oder? Ich gehe doch viel lieber auf dem Fels und auf dem Berg und ich spüre das, wenn ich da drauf gehe, es wird tschap, 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 da eine Kambaba, da eine geht hinauf. Und nach dem Ice Cube habe ich mich kurz durchgesetzt und wir haben tatsächlich es geschafft, dass wir auf dem Gipfel auf die Steine gegangen sind. Ja, der erste Winter, Fußstapfen, nicht begehbar, weil die Leute halt keine Eigenverantwortung mehr in sich eingehen, sondern so ein Ding. Ja, dann Tourismusverband, Gottes Willen. Der Gipfel, jeder will am Gipfel. Gipfel ist gesperrt, sage ich. Gipfel ist nicht gesperrt. Der sich rauftraut, geht rauf, gibt ja ein Seil, muss ich sie einhalten, aber auf Eigenverantwortung. Dann gehen halt nicht 300 am Tag rauf, sondern gehen halt 30 rauf. Und im zweiten Jahr hat es schon knistert im Gebälk. Das geht nicht, das ist nicht begehbar, das ist nicht Ding. Heute sehe ich zum ersten Mal, für mich auch wieder neu, dass die Stiegen wieder da ist, die Stallstiegen, die da oben aufgeht. Ganzjährig begehbar. Sölden ist auch eine sehr gut funktionierende Bildermaschine. Das ist der Auftragsort für den Ski-Weltcup-Zirkus und man liefert schon Mitte Oktober eigentlich die ersten Bilder. Man erreicht damit eine breite Öffentlichkeit, dass man spektakuläre blaue Himmelbilder, weiße Pisten, schöne Aktionen von Sportlern der Weltöffentlichkeit liefert. Diese Bildermaschine hat eine Steigerungsform gefunden bei der Verfilmung von James Bond hier, bei Spectre. Jetzt meine Frage an Sie, Herr Falkner. Wie haben Sie diesen Deal eingefädelt? Was muss man da berücksichtigen? Eine ganz wichtige Sache war natürlich einmal, dass diese Location passt. Und nicht nur, dass das eine wunderbare Location ist, sondern der Ice Cube, wo wir uns befinden, war ja der ausschlaggebende Grund.
Die haben das im Internet gesehen, das Scouting im Filmgeschehen, speziell bei James Bond, ist eine sehr, sehr aufwendige Sache. Mehrere Länder, mehrere Berge, wo sie vor Ort dann auch sind, aber dann auch Internet-Research. Und das haben sie im Internet entdeckt. Wir waren das erste Jahr in Betrieb, das war der Hauptgrund. Und deswegen sind sie gekommen. Aber was nicht zu vergessen ist, die fantastische Logistik. Man hat das teilweise als 5-Sterne-Logistik bezeichnet, die leichte Zugänglichkeit über 2 moderne Bahnen, die Gletscherstraße, das alles hat zusätzlich geholfen, dass sie kommen zum Filmen. Der Ice Cube, das ist wieder ein eigenes Thema. Dazu war einmal wichtig, dass diese Zusammenarbeit wirklich perfekt funktioniert hat. Und ich meine auch, perfekt funktioniert hat, nicht nur im technischen Sinne, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Und ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Punkt. Es sind da wirklich nähere Kontakte geknüpft worden. Ich konnte, glaube ich, eine gute Beziehung zu der Barbara Broccoli aufbauen und natürlich anderen wichtigen Personen. Und meine grundsätzliche Überlegung war einfach, James Bond ist eine Weltmarke. Ich bin ja kein Filmmensch, aber ich bin ein bisschen ein Marketingmensch, glaube ich. Und da ist mir diese Bedeutung von James Bond sehr, sehr bewusst gewesen. Und am Anfang, wie wir Verhandlungen gemacht haben, da war es ja so, dass Ion Productions von uns alles braucht, Leistungen, die wir zur Verfügung stellen. Und die werden ja zu uns kommen, die großen Leute aus dem Filmbusiness, sprich Barbara Broccoli. Und ich habe aber gesagt, und ich glaube, das war jetzt ein bisschen ein psychologischer Hintergrund. Nicht die großen Filmleute kommen zum kleinen Talburschen da, sondern ich fliege zu ihnen rüber. Und das habe ich auch so gemacht. Und ich habe ihnen gesagt, wir werden ihnen einen perfekten Service liefern. Dafür stehe ich. Eine Ausnahme Lawinen, weil da gibt es eine Lawinenkommission, das können wir nicht ändern. Die Sicherheit steht im Vordergrund, aber alles andere werden wir bewerkstelligen und sie werden super betreut. Und da stehe ich gerade dafür und das ist dann Gott sei Dank auch gelungen. Die persönlichen Beziehungen sind aufgebaut worden. Und dann diese Verhandlungen haben sich natürlich schon hingezogen in England, weil man muss sich vorstellen, die geben ja ein Brand aus der Hand, das eine Weltmarke ist in dem Business. Und das war so weit, dass sie am Anfang glaubt haben, sie müssten alles vorschreiben. Und ich habe ihnen dann aber in London erklärt, nachdem man ja schon recht eine gute Beziehung gehabt hat, dass das natürlich nicht so sein wird, dass sie uns im Baumeister, Elektriker für die Baustellen, vom Inhalt ist das klar definiert, da sind die verantwortlich, da müssen die es okay geben. Aber wir haben gesagt, lasst uns bauen. Wir kennen die Firmen, wir bauen seit Jahrzehnten. Und das hat zeitlich gedauert, aber ich glaube und bin schon der Meinung, dass diese super Zusammenarbeit, die menschlichen Beziehungen und der gute Kontakt zur Barbara Broccoli, die sehr wesentlich geholfen hat und auch der David Pope, dass das zustande gekommen ist. Und am Ende des Tages haben sie alle eine Riesenfreude gehabt, weil sie gesehen haben, das ist eine spezielle Location, es ist sehr authentisch und das passt. Ja. Also die Weltmarke, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt ja wirklich weltweit nur 3 Destinationen, die diese Brand führen dürfen. Eine in Dubai City, in Los Angeles und in Sölden. Das kann man natürlich sehr schwer, eine 3000-Seelen-Gemeinde mit Metropolen vergleichen. Aber es ist tatsächlich so passiert. Man lanciert ja oder man positioniert sich hier als eine Tourismusdestination, die auch den chinesischen Markt jetzt ansprechen kann, möglicherweise auch den indischen und so weiter. Aber Sie haben auch eine zweite Bedingung genannt. Die Rahmenbedingung dafür, dass das überhaupt gelingen kann, sind touristische Infrastrukturen. Das heißt, Sie haben gesagt, es muss ein Ort sein, der Erlebnismöglichkeiten bietet, auch die Erschließungsmöglichkeit hat und auch Schnee garantiert. Es war jetzt logistisch gemeint im Sinne für Ihren Dreh, dass Sie leicht zugänglich haben, weil der Aufwand natürlich dann ein anderer ist. Aber die haben gesehen, da ist aus einer Hand, aus einem Guss, und das waren die Bergbahnen. Das war für sie ja auch recht angenehm, wenn man sich vorstellt, an manchen Plätzen, wie viele verschiedene Verhandlungspartner die mitunter haben. Da haben wir ihnen alles aus einer Hand bieten können. Und wie gesagt, diese Logistik war sicher maßgeblich. Und natürlich, dass Sölden ein bekannter touristischer Ort ist, der eine fantastische Infrastruktur im Winter bietet. Das haben sie ja vor Ort dann gesehen und erlebt
Und das hat natürlich alles mitgeholfen. Und der Bereitschaft, was ich noch sagen möchte, und das haben wir auch immer betont, habe ich vorher vergessen zu sagen, wir stehen in dem Fall für hundertprozentige Qualität. Und der Architekt und ich sind ja dann drüben gewesen und das war dann auch ein Prozess und unser Architekt, der Hans, hat gute Ideen gehabt und ich glaube, was ich noch sagen möchte, der Sir Ken Adam, das war ja dieser große Setbauer, der aber eigentlich kein Set, was stehen blieb, ist, was nie verwirklicht wurde. Und ich kann mich erinnern bei der Eröffnung, wie die Leute vor Jahren zu mir gesagt haben, da hätte er sich eigentlich verwirklicht gesehen. Nicht? Und das finde ich sehr schön. Und wie gesagt, da sind alle wirklich mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich glaube, es ist eben was ganz Besonderes, weil jetzt dieses Elements auf über 3000 steht, weil es ein tolles Restaurant gibt, weil es eine moderne Bahn gibt. Also das hilft natürlich schon. Würden Sie, Herr Fleps, sagen, dass die Infrastruktur eigentlich der Punkt im Tourismus ist, wo ein Ort, ein beliebiger Ort, zu einem Place to go werden kann? Braucht es diese Infrastrukturen? Es braucht Infrastrukturen. Infrastruktur hat auch viel mit Convenience zu tun. Ich glaube aber, dass Infrastruktur, ich habe das zuerst auch gesagt, alleine nicht mehr den Unterschied ausmacht von Orten. Es ist die Infrastruktur in Kombination mit einer ganz hohen Dienstleistungsqualität, bis hin auch zu einer Ästhetik und Kreativität, die Infrastruktur in Verbindung auch von Motivlagen. Und hier, Jakob Falkner hat diesen Brand, diese Weltmarke James Bond angesprochen. Ich möchte auch die Rolle jetzt ins Spiel bringen, mit diesem perfekten Platz für die Dreharbeiten hier in Sölden. Aber es hat schon auch ein Treffen von zwei Brands gegeben, weil wir ja gerade James Bond ist zum ersten Mal nach einigen Filmproduktionen wieder in den Winter zurückgekommen. Und hier der Match, hier die Verbindung in das Land mit der Wintersportkompetenz Nummer 1. Und das hat auch mit Infrastruktur zu tun, nämlich nach Tirol zurückzukommen und hier in Tirol zu drehen, in Sölden, diese perfekten Rahmenbedingungen zu haben, war für mich dann schon eine perfekte Situation. Also Infrastruktur ja, aber Infrastruktur alleine macht nicht den Place to be aus, sondern es ist wirklich dann die Kombination aus der ganz hohen Gastgeber-Dienstleistungsqualität, aus Ästhetik, aus Kreativität und aus der Verbindung am richtigen Platz. Und über dieses Thema James Bond möchte ich jetzt noch einmal mit einer Vertretung von Cine Tirol sprechen, mit der Angelika Bargetz. Tirol blickt auf eine ganz lange Tradition des Filmmachens zurück. Es gibt spektakuläre und auch sehr bekannte Produktionen, wie Der Weiße Rausch, der in St. Anton verfilmt worden ist. Die Lustrenker-Filme vielleicht sind der jüngeren Generation gar nicht mehr bekannt. Es gibt Filme wie den Bergdoktor, die wir natürlich jetzt kennen, die seit den 1990er Jahren laufen. Und es gibt eine ganze Reihe von Produktionen, die Sie natürlich viel besser kennen wie ich. Was macht eigentlich Tirol als Filmland so attraktiv? Zuerst einmal vielen herzlichen Dank, dass Cine Tirol da dabei sein darf bei dieser Interviewreihe. Wir freuen uns sehr. Das Filmland Tirol attraktiv machen einige Erfolgsfaktoren. Zum Beispiel ist es die leichte Erreichbarkeit hochalpiner Drehorte, die natürlich für Filmproduzenten sehr wichtig ist, aber natürlich auch die touristische Infrastruktur, also Hotellerie, Gastronomie und das dann auch noch nah am Drehort. Das spart natürlich sehr viel Zeit und im Endeffekt dann natürlich auch Geld. Tirol hat auch sehr viele kompetente und qualifizierte Tiroler Filmschaffende, die eben ihr Können und ihr Wissen in nationale wie internationale Produktionen einbringen können. Wenn man so will, Tirol hat auch eine sehr verkehrsgünstige Lage im Herz der Alpen. Die deutsche Filmmetropole München ist quasi gleich ums Eck und auch von Wien ist die Anreise jetzt nicht so erschwerlich und dauert jetzt im Verhältnis jetzt auch nicht so lange. Besonders hervorheben möchte ich aber die Filmfreundlichkeit der Tiroler Bevölkerung, der Behörden, der Tourismusverbände, Gemeinden, aber auch der Bergbahnen. Und ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor ist natürlich die Geschichte und die Geschichten des Landes Tirols und deren Menschen, die natürlich auch filmisch erzählt werden können und auch sollen.
Und welche Aufgabe konkret übernimmt jetzt Sine Tirol dabei? Und was ist Ihre Aufgabe? Also Sine Tirol ist grundsätzlich die erste Anlaufstelle, wenn es um audiovisuelle Produktionen in Tirol geht. Seien, lassen wir das jetzt Spielfilme oder Dokumentarfilme sein, aber auch Werbefilme, Musikvideos oder auch Fotoshootings fallen in diesen Bereich rein. Wir bewerben Tirol als Drehort bei nationalen und internationalen Filmfestivals und wollen halt im Rahmen dieser Festivals die Filmschaffenden treffen und ihnen halt die Tiroler Drehorte vorstellen und eben auch ihr Interesse wecken, dass sie ihre Projekte in Tirol realisieren. Wenn wir dann einen Fisch an der Angel haben, lassen wir den natürlich auch nicht so schnell wieder fallen und servicieren die Filmschaffenden einerseits mit unserem Location-Service. Wir haben ein Online-Location-Archiv, wo Filmschaffende selbst suchen können. Wir versorgen sie aber mit zusätzlichen Informationen und bei konkreteren Projekten laden wir die Filmschaffenden auch vor Ort nach Tirol ein, um mit einem unserer Tiroler Partner eben geeignete Drehorte zu besuchen. Suchen und diese dann auch finden. Und zu guter Letzt können wir auch ausgewählte Filmproduktionen finanziell in Form eines Produktionskostenzuschusses unterstützen. Und da liegt unser Fokus auf Spielfilmproduktionen für TV und Kino, aber natürlich auch Serien und Reihen für TV und auch Streamingdienste. Und so ein großer Fisch, den Sie hier hergeholt haben, war natürlich auch James Bond, 2015 hier auf dem Geislachkogel verfilmt. Es ist etwas ganz Besonderes hier aufgetreten, was mich verwundert hat. Die Emma Pitt, das ist die Location Managerin dieser Produktionsfirma, die ist aufmerksam geworden auf diesen Ort aufgrund der spektakulären Architektur hier, wie wir schon gehört haben. Es ist jetzt allerdings so, dass die Architektur hier eine große Rolle spielt, aber im Film wird ja Sölden eigentlich nicht namentlich erwähnt. Trotzdem behauptet man immer wieder, damit hätte Sölden den Ritterschlag erhalten. Wie kann man sich das jetzt erklären? Warum ist dieser Ritterschlag über diese James-Bond-Verfilmung erfolgt? Also James Bond ist eigentlich die am längsten bestehende Filmreihe der Filmgeschichte und ist die wirtschaftlich erfolgreichste Produktion weltweit. Der Herr Falkner hat es schon vorhin erwähnt, es ist eine Weltmarke. Sie zählt auf jeden Fall zu den mächtigsten Marken. Also ich würde fast sagen, es ist die mächtigste Marke schlechthin. Und wenn man einen Ort, eine Region oder ein Land mit dieser Marke in Verbindung bringen kann, weil die Dreharbeiten Wochen oder Monate angedauert haben, nachher ist das wahrlich ein Ritterschlag, weil da ist natürlich nachher auch gleich die Verbindung zwischen der Marke James Bond, aber auch zwischen der Marke des Ortes, der Region oder des Landes da. So, die James Bond Drehorte sind manchmal ein bisschen verwirrend und ein bisschen manchmal sogar absurd. Das heißt, es gibt Szenen, wo der James Bond in London in ein Hotel geht, in Hamburg hinten bei der Hintertür rausgeht. Es gibt Verknüpfungen, die nicht ganz logisch sind zwischen Spanien und der Karibik und so weiter und so weiter. Manchmal hat man auch den Eindruck, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Ein Held jagt einen Bösewicht, jagt ihn am Ende sogar in die Luft. Ja. Aber das, was für mich jetzt interessant ist bei den James-Bond-Filmen, ist die Art und Weise, wie man hier diese Szenerien reiht. Das heißt, man kommt hierher zum Beispiel bei Spectre. James Bond fliegt da rein im Flugzeug, schaut beim Fenster raus, sieht die Hoffa-Klinik. Man hat ein atemberaubendes Panorama im Hintergrund. Eigentlich ist das ja ein idealer Blick eines Touristen. Also im Tourismus, wenn ich mich jetzt auf Urlaub begebe, würde ich mir das auch wünschen. Ich gehe von einer Szenerie in die nächste. Ist der James Bond der idealisierte Tourist? Ob James Bond die Person, der... Also von der Seite habe ich das noch nicht betrachtet. Also er hat halt unterschiedliche Einsatzorte, wo die Bösewichte auf ihn warten oder wo er im Einsatz seiner Majestät hinkommt. Also die erweckt natürlich Emotionen auch als Betrachter einer Serie oder eines Filmes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wenn ich einen Film im Fernsehen oder im Kino sehe und die Landschaft oder die Städte und Orte, die da gezeigt werden, gefallen mir. Nachher schaue ich gleich mal nach, wo ist das gedreht worden und denke mir vielleicht mal, da möchte ich gerne mal hin und dann speichere ich das im Unterbewusstsein ab und vielleicht in 2 Jahren komme ich drauf,
ah ja, da habe ich einmal was Tolles gesehen, da möchte ich gern hin und werde nachher ja selbst zum Tourist. Also vielleicht macht James Bond ja aus uns Touristen. Der inspiriert uns, diese Drehorte dann halt auch zu besuchen. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Phänomen, dem Filmtourismus. Also wie ich den Kontakt aufgenommen habe mit Ihnen, haben Sie mir eine Adresse gegeben einer Filmbloggerin. Andrea David heißt sie, eigentlich ursprünglich Münchnerin, lebt in Hamburg. Die ist sehr, sehr erfolgreich damit, dass sie was genau macht. Ja, ich kenne die Andrea auch persönlich. Sie war schon einmal Vortragende bei einer Veranstaltung von Cine Tirol, wo sie eben über ihre Aufgaben und was sie tut auch berichtet hat. Also grundsätzlich, sie ist eigentlich auf das Thema Filmtourismus im Rahmen ihres Studiums draufgekommen und hat im Rahmen ihrer Abschlussarbeit untersucht, welche Auswirkungen haben eigentlich Filme und Serien auf die Wahl des Reiseziels. Und wie kann man besser forschen, als wenn man sich selbst in die Forschung begibt und auf Spurensuche begibt. Und sie hat dann halt auch anhand von Filmen und Serien recherchiert und auch die Drehorte besucht, auch die Angebote, die dort zu finden waren, in Anspruch genommen und hat dann halt auch darüber berichtet, wie es ihr gegangen ist, was sie vorgefunden hat, welche Infrastruktur es gibt, wo es liegt, wie die Szene im Film ausschaut, wie sie in echt ausschaut und hat es halt alles in Beiträgen formuliert und auf ihrer Website oder dem Blog, also filmtourismus.de, dann halt auch veröffentlicht. Natürlich kommen dann auch Filmfans auf ihrer Suche dann auf diese Beiträge und können dann auch wichtige Informationen gewinnen, um dann halt auch eine Reise zu planen, wenn sie gezielt zu diesen Drehorten kommen möchten. Sie schreibt natürlich auch diese Artikel in Kooperation mit Tourismusverbänden, aber auch Reiseveranstaltern oder auch Hotels. Sie bekommt auch Inputs von diesen Institutionen beziehungsweise auch von TV-Sendern und Verleihern und kooperiert natürlich bei Recherchereisen mit den genannten Institutionen. Das Ergebnis dieser Recherchereisen, seien es jetzt an Pressereisen oder auch Bloggerreisen, sind natürlich Artikel und Beiträge, die sie auf ihrer Website veröffentlicht, aber natürlich auch auf Social Media. Und sie tragt dann halt auch diese Informationen über den Film, aber auch über die Region, über den Drehort, über das Hotel, wo die Filmschaffenden, die Filmcrew oder auch die Schauspieler übernachtet haben, hinaus in die Welt und inspiriert sozusagen dann Leute selbst auf diese filmtouristische Reise zu gehen. Und das nennt man dann Jet-Setting, das heißt Leute suchen diese Drehorte auf, um diese Szene noch einmal imaginär in ihrem Kopf nachzuerleben. Also Set-Chatting. Set-Chatting, genau, das verwechsel ich daran. Also es geht konkret auch darum, dass sie Screenshots macht von Filmen und diesen Screenshot dann vor Ort sozusagen hinhält, genau, und dann noch einmal ein Foto macht und dann zeigt, dass sie dort war und zeigt auch, wie die Szene dann auch ausgeschaut hat. Also sie war ja auch hier herum am Ice Cube und hat dieses eine wirklich sehr bekannte und markante Bild von Daniel Craig als James Bond auch hergenommen und hat es so abfotografiert und dann noch einmal abfotografiert und dann halt auch über ihre Kanäle ausgespielt. Und dieses Foto ist von sehr vielen anderen Magazinen, Zeitschriften oder Webportalen aufgenommen worden und das spielt natürlich auch ihr sehr gut in die Karten, wenn man das so sagen kann. Das Faszinierende an den Phänomenen ist auch, dass das jeder von uns auch machen kann. Das ist ein hochgradig individualisiertes Phänomen, diese Medialisierung der Landschaft, also man kann sagen, die filmische Inwertsetzung einer Landschaft. Ja, man sieht ja dann Dinge, die eigentlich nicht real hier sind, sondern sich irgendwo in meinem Kopf abspielen. Und das hat die Kraft, dann Tausende von Menschen irgendwo hinzuziehen, weil dann die Sehnsuchtsmaschine arbeitet. Und da sind auch Phänomene wie zum Beispiel Instagram-Effekt dabei. Dass jemand selbst solche Szenen definiert mit seinem Smartphone und andere Leute dorthin bringt. Wie sehen Sie jetzt von Cine Tirol oder als jemand, der sehr eng mit diesen Filmproduktionen zu tun hat, wie sehen Sie diese Phänomene, die Medialisierung der Landschaft? Wohin wird sich das entwickeln?
Speziell jetzt auf Filmtourismus hingerichtet, also können wir eigentlich zwei Begriffe unterscheiden. Einerseits gibt es den Begriff Filmtourismus, also das ist der Wunsch, aufgrund eines Filmes in diese Region zu reisen und den Urlaub dort zu machen. Und auf der anderen Seite hat man auch den Drehorttourismus. Das ist wirklich die konkrete Planung meiner Reise anhand der Drehorte, die in dieser Serie, die in diesem Film vorkommen. Also diese Definition stammt von Dr. Stefan Rösch, der im Rahmen eines Tourismusforums in Tirol einen Vortrag gehalten hat. Und er sieht eben auch diese Unterscheidung. Also speziell im Drehorttourismus kann man da natürlich auch spezielle Angebote schaffen für interessierte Personen. Also zum Beispiel als Tiroler Beispiel ist es natürlich auch die Serie Der Bergdoktor in der Region Wilder Kaiser, die natürlich da spezielle Angebote auch geschaffen haben über das ganze Jahr hinweg, um interessierten Bergdoktor-Fans die Drehorte, aber auch die Region vorzustellen. Und auch hier in Sölden, hier am Ice Q, hat man auch dieses Erlebnis, diese Emotion, die aufkommt, nachdem man auch den Film gesehen hat. Man fährt rauf mit der Bahn und steht nachher direkt da, wo eigentlich Daniel Craig gestanden ist im Film. Und dann kann man noch einmal tief in die Welt von James Bond eintauchen, indem man das 007 Elements besucht, Hintergrundinformationen grundsätzlich zur James Bond-Reihe bekommt, aber dann auch noch zur Spectre im Speziellen. Und dann wird man auch Teil des Ganzen. Man wird selbst zum Agent und man kann da dann selbst Sachen ausprobieren und hat dann natürlich auch eine Bereicherung dadurch. Also diese Emotion spielt eine sehr große Rolle und Filmtourismus hat ein sehr großes Potenzial auch. Also Sie werden lachen. Wir haben auch Anfragen bekommen von Zuseherinnen von Thriller- oder Horrorfilmen, die aufgrund der Location so begeistert davon waren und unbedingt wissen wollten, wo war das bitte? Wo war diese einsame Hütte? Wo war die Kirche? Wo war dieser See? Also man kann mit jedem Inhalt, mit jedem Genre eigentlich auch filmtouristisch was tun. Und das müssen da nicht jetzt an die großen kostenintensiven Kampagnen sein, sondern kleine Erwähnung auf der Website oder Posting auf Social Media zur Erstausstrahlung oder zum Kinostart oder Gäste-Newsletter. Also das bewirkt auch schon sehr viel und es wird medial halt auch sehr gern und gut aufgegriffen, weil Dreharbeiten sind was Einzigartiges, was sehr Spezielles und da möchte man natürlich dabei sein, der Leser, der Zuseher. So, Herr Falkner, wenn man sich da reinzoomt in dieses Alpenimperium Ötztal oder auch Sölden, dann erkennt man verschiedene Dinge. Es ist nicht alles gleichwertig, es ist kein homogenes Konstrukt, sondern es gibt auch hier Plätze, die nicht Hotspots sind, sondern auch Slow-Motion-Orte sind. Es gibt aber auch verschiedene Modelle. Also wenn man die Area 47 vergleicht mit dem, was hier passiert, dann würde ich sagen, das ist dort ein Funpark. Hier ist es eher ein Flagship-Projekt. Ja. Jetzt meine Frage. Wie aktuell sind Flagship-Projekte heute? Sehen Sie da ein großes Potenzial noch oder sagen Sie, das eigentliche Potenzial hier ist eigentlich Landschaft, weil ich die ja viel vielfältiger und viel offener bespielen kann? Ich kann ja eine Landschaft permanent aktivieren. Ja, ich kann aber ein Flagship-Projekt nur einmal aktivieren und programmieren. Die Natur ist der Kern. Das spiegelt sich ja auch wieder, wenn Sie jetzt gerade da im Eiskübel sitzen. Diese Offenheit, das hat der Architekt bewusst gemacht, der Hans, weil er wollte ja die Natur hereinholen. Und das ist eigentlich die Erkenntnis speziell. Die Kulisse haben wir rund um uns. Ich muss sie ganz zugänglich machen. Und Inszenierungen sind ja auch wichtig, glaube ich, nicht? Weil der Gast will ja heute, oder zumindest ein Großteil der Gäste, mit viel Convenience relativ schnell eben auf den schönen Plätzen sein. Und natürlich spielt Flagship Store, können Sie nicht unendlich das machen, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten. Ich glaube, es geht nur darum, dass Sie in dem Bereich, wenn Sie was machen, dass das zu Ihnen passt,
dass es authentisch ist, nicht künstlich. Ich kann mich einmal erinnern, es hat jemand aus Marketing eine wunderbare Idee gehabt, die ganzen Bergbahnen à la Disney zu bespielen. Aber das fängt dann an, ich habe dann die Frage gestellt, glaubt ihr, dass der Mitarbeiter der Ötztaler Disney ist? Das funktioniert nicht, das wäre nicht glaubwürdig. Nicht? Also ich glaube, da muss man auch die Glaubwürdigkeit haben, aber auf der anderen Seite, die Inszenierung braucht schon. Das glaube ich für die meisten der Gäste. Und das Schöne, was hier bei uns jetzt in der Natur wirklich ist, Sölden ist gut erschlossen, aber andererseits ist Sölden der größte Freizeitpark unter Naturschutz sozusagen. Nicht? Wir haben über 350 Quadratkilometer Ruhezone. Sehr, sehr lang, schon vor vielen Jahrzehnten ist das installiert worden. Das wäre eigentlich ein Paradebeispiel, wenn Sie jetzt als Gast zu uns kommen und sagen, ich will eigentlich mit der touristischen Erschließung nichts zu tun haben, ich will mich abseits bewegen, haben Sie unglaublich viele Möglichkeiten. Ich kann Ihnen aber aus meiner Erfahrung sagen, das ist ganz ein kleiner Prozentsatz, der das nützt natürlich. Aber es lässt sich vereinen, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern schwarz und weiß. Nicht? Und natürlich wollen wir weiterentwickeln und hoffentlich fallen uns noch viele Sachen ein, aber es muss klar sein, es muss der Sache dienen für unsere Positionierung, Sport und Unterhaltung. So im Zentrum dieser touristischen Inszenierungen steckt oft dieser Begriff von Natur pur. Es gibt gerade Kritiker, die sich da aufhängen und sagen, wenn ich auf präparierten Pisten unterwegs bin, erlebe ich nicht Natur pur. Es gibt in der Gesellschaft eine Tendenz raus in den Tiefschnee, raus zu einer Individualisierung von Landschaft, zu einer ganz differenzierten Nutzung von Landschaft. Ist dann dieser Umbau des alpinen Raumes zu den Eventzonen noch aktuell oder zeichnen sich da ganz andere Tendenzen ab? Ich kann hier nur anschließen. Es ist, an das gerade gesagt, es ist ein sowohl als auch. Dieser Megatrend der Individualisierung, den erleben wir ja eine Verstärkung, gerade in dieser Zeit, der Zeit dieser Pandemie. Den hat es vorher schon gegeben, der ist jetzt beschleunigt und der wird uns noch sehr stark, mit dem werden wir uns sehr stark beschäftigen damit. Ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass man dieses Wirtschaften, das der Tourismus im Alpenraum und auch dieses Wirtschaften des Tourismus in Tirol von Anfang an auch in einem Einklang mit einer alpinen Natur, in der alpinen Natur auch definiert. Und diese Definition ist immer basiert. Und ich glaube, dass hier gerade eine öffentliche Darstellung oft stattfindet, die diesem tatsächlichen Bild nicht gerecht wird. Der Tirolo-Tourismus hat sich über viele Jahre verändert. Es war ein ständiger Veränderungsprozess, deshalb ist es auch so ein Erfolgsmodell. Aber eins war klar, die Grundlage des Wirtschaftens ist der alpine Raum, der Naturraum, der uns hier zur Verfügung steht. Und die Individualisierung empfinden wir als Lokale, als Einheimische ja auch oft anders, wie wir es von unseren Gästen kennen, die viel aus urbanen Räumen zu uns kommen und die genau dieses Entfliehen aus Anonymitäten, aus sehr oberflächlichen, auch kahlen, stadturbanisierten Räumen, ganz stark auch geprägt von viel Tempo und auch geprägt von Alltäglichem, kommen sie jetzt in die Natur und hier erleben sie ein Entfliehen. Mhm. In der sportlichen Aktivität auf der Skipiste, genauso wie im Sommer am Berg, vom Wandern bis auch in andere Zielgruppen, bis zum Radfahren hinein. Also ich glaube, man muss immer aufpassen, welchen Blickwinkel man annimmt. Für uns Einheimische, und für mich ist es auch eines meiner individuellsten Erlebnisse, ist alleine in der Bergnatur unterwegs zu sein und fühle mich hier frei. Unsere Gäste kommen aus Räumen, wo sie alleine eine Freiheit empfinden, wenn sie in der Bergnatur sein können. Aber da möchte ich jetzt einhaken. Es gibt so ein Zauberwort, auch im Tourismus heißt Bequemlichkeit oder Convenience, von der Sie vorhin gesprochen haben. Es muss bequem sein. Ja? Leute reisen an, stehen im Stau, das macht ihnen nichts aus, aber am Ort muss alles beschleunigt und reibungslos verlaufen. Jetzt diese Bequemlichkeit ist ein zentraler Begriff, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert, glaube ich, weil Ihr Vorgänger, auch der Josef Margreiter, hat einmal gesagt in einem Interview, dass Convenience sozusagen das Grundverständnis ist für einen urbanen Lebensstil. Eine Grundvoraussetzung. Und jetzt meine Frage, wenn der Berg nicht bequem ist, muss man ihn dann bequem machen? Muss man urbanen Lebensstil hierher bringen? Muss man die Komfortzonen hierher ausweiten?
Ich tue mir immer schwer mit der Übersetzung Bequemlichkeit, wenn man den Begriff der Convenience definieren will. Convenience ist mehr wie das deutsche Wort Bequemlichkeit. Convenience und der Faktor, und deshalb verwende ich ja gerne das englische Wort dafür. Es geht hier um Erreichbarkeiten, es geht aber auch um Sicherheit und es geht um Bequemlichkeiten. Ich glaube schon, dass eines der Erfolgsmodelle im Unterschied zu anderen alpinen Räumen in Tirol ist, dass wir mit einer hohen Gastgeberqualität und mit der Dienstleistung und Infrastrukturqualität in eine Erreichbarkeit von einem alpinen Lebensgefühl dahin entwickelt haben. Mhm. Dieses Tirol als ein Raum, der verbunden ist, das ist ja, wir sind ja keine künstliche Welt. Disney als Beispiel ist angesprochen worden. Sondern bei uns haben wir einen Einklang aus Lebensraum, aus Wirtschaftsraum und aus Erholungsraum. Und in dieser Authentizität sind wir auch so erfolgreich. Und das Thema der Erreichbarkeit, ich möchte wirklich die Bergbahnen als ein für mich wesentliches Beispiel auch erwähnen. Mhm. Menschen würden sich im alpinen Raum, wenn wir ihn nicht lenken, ohne Sicherheitsgefühl oder ohne Sicherheitsstandards frei bewegen. Über den Sektor Tourismus und über die Leistungsangebote der Bergbahnen können wir erstens die Naturräume selber definieren, wo Menschen sich bewegen, mit einem sehr hohen Sicherheitsstandard dazu und dem Faktor einer Erreichbarkeit. Mhm. Und ich bin froh, dass es auch solche Plätze wie den Geisterkogel gibt, wo Menschen, die sonst einen Berg nicht in der Form erreichen könnten, auch hier dieses Plateau, diesen Gipfel, dieses Erlebnis hier teilen können. Mhm. Aber wir brauchen auch in Sölden nicht 10 Geislachkogel. Mhm. Und das ist das Wesentliche in dieser Diskussion. Sie haben vorhin gesagt, dass Leute aus der Stadt in die Berge flüchten auch. Das ist ja das, was zum alpinen Tourismus schon seit Anbeginn gehört. Ne? Das ist meine Überlegung war folgende, wenn Menschen ihren Alltag als Routine empfinden, Büroalltag, als Hamsterrad, ne? Die wollen ausbrechen, deswegen machen sie Urlaub. Ne? Das, was ihnen die Skigebiete bieten, ist sozusagen eine Art Erlebnis von Freiheit. Und dieses Erlebnis von Freiheit produzieren sie, indem sie den Menschen unendliche Zirkulationsmöglichkeiten geben. Die fahren runter bei der Piste mit der Bahn rauf, Piste, nächste Piste, runter, rauf. Ja? Ist das nicht wieder ein Hamsterrad, nur ohne Grenzen? Nein, eben nicht. Es gefällt mir jetzt sehr gut, auch diese Frage. Sie fordert nämlich ganz stark. Ich sehe es insofern nicht so, weil es ist ja die Verbindung aus zwei Elementen. Mhm. Es ist einerseits dieses Freiheitsgefühl, draußen zu sein. Aber unser Skifahrer ist der seine Erholung in der aktiven Bewegung sucht. In der Kombination, und das wird auch aus meiner Sicht das Zukunftsmodell sein, in der Kombination der aktiven Bewegung mit dem Genuss als starkem Erholungsfaktor. Mhm. Und in dieser Kombination empfindet er dann diese Bewegung, dieses sportlich Aktivsein, nicht als zurück ins Hamsterrad des Alltages zu Hause, sondern genau heraus aus diesem Hamsterrad in einer anderen Bewegungsform zu seiner Erholung zu kommen. Mhm. Und das in einem Freiheitsgefühl unseres Naturraumes. Draußen zu sein, auch oben zu sein, ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ich kenne es jetzt nur von mir selber, wenn ich in Städte fahren darf, fahrt man doch gerne dann mal auf ein Hochhaus hinauf oder auf einen Turm nach oben. Die Anziehungskraft, auch nach oben zu kommen, hat auch eine Art von Freiheit. Und die Kombination aus Natur, Freiheit, Gesundheitsempfinden, ein anderes Bewusstsein auch für persönliche Gesundheit, die wir im Tourismus über aktive Erholung durch Bewegung auch darstellen werden und auch tun, sehe einen ganz starken Erfolgsrahmen für den Alpenraum. Da sind wir gut aufgestellt. Herr Falkner, es gibt in Tirol ein Dogma im Tourismus, das stammt aus einer grauen Vorzeit von einem Landeshauptmann, der Eduard Wallnöfer geheißen hat. Der hat gesagt, jedem Tal ein Skigebiet, um die Arbeitsplätze dort zu sichern, um zu verhindern, dass Menschen abwandern, was ja auch im Nachhinein nicht passiert ist. Es hängen sehr viele Arbeitsplätze an diesem Modell des Tourismus. Die Tourismusbranche ist eine Branche, die sich sehr schnell ändern muss, weil sie es mit den Bedürfnissen der Menschen zu tun hat. Sie muss sehr schnell reagieren. Und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, wenn es um große Reformen oder Transformationen geht, dass man da an den heiligen Kühen herankommt, die man nicht schlachten darf. Gibt es große Möglichkeiten am Tourismus, so wie wir ihn hier betreiben, am Eventtourismus etwas zu ändern, oder wird man dieses Programm nach der Pandemie wieder hochfahren? Ich glaube, es gibt nicht den Tourismus.
Und es gibt nicht nur den, was ist der Tiroler Weg? Das sind ja völlig unterschiedliche Gebiete. Wollen Sie Ischgl mit dem Dannheimer Tal vergleichen? Wollen Sie Sölden mit der Wildschönau vergleichen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass jede Region für sich steht. Das kann ganz was anderes sein. Wir stehen eben für diesen Sport und für die Unterhaltung. Wir fühlen uns auch mit diesem Thema sehr, sehr wohl. Also glaube ich, liegen wir da richtig, wenn wir das entsprechend weiterentwickeln. Und ich glaube, dass die Polarisierung findet deswegen statt an ganz wenigen Sachen. Das ist einmal bekanntermaßen dieser überbordende Après-Ski immer. Das ist, wenn wir das selbst in unserer Region anschauen, und Sölden gilt ja auch ein bisschen als ein Hotspot, da sind es keine 10%, was da jetzt Après-Ski machen aktiv. Also keine 10%. Ne? Und da geht es darum, dass dann Einzelne, die das vielleicht die Grenzen verlassen, die überbordend im negativen Empfinden sind, dass man das wirklich einschränkt. Aber feiern, lustig sein, wird auch in der Zukunft eine Rolle spielen. Und vor allem bei der Positionierung, die Sölden hat. Und ich warne auch davor zu glauben, nicht weiterzuentwickeln. Jede Branche, aber wirklich jede. Das muss nicht die Seilbahn und nicht der Tourismus sein, braucht weiterentwickeln. Und wir sind gut beraten, wenn wir auf unsere Kunden hören. Und die Kunden geben uns den Weg vor. Und wir machen das ja nicht als Privatvergnügen. Wir haben ja Verantwortung, dass wir wirtschaftlich längerfristig erfolgreich sind. Das ist auch nachhaltig. Das gehört auch zur Nachhaltigkeit dazu, dass wir entsprechende Wertschöpfung generieren, dass die Leute im Tal gut davon leben können. Das muss das Ziel sein. Und wie gesagt, das ist keine persönliche Befriedigung, sondern das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und je klarer man die Linien zieht und sagt, wo es lang geht, auch für die Zukunft, und das auch lebt und das die Gäste auch spüren, dann wird das funktionieren. Und wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Aber was polarisiert, sind diese überbordenden Saufgelage. Was polarisiert seit Jahrzehnten oder schon sehr viel länger, ist der Verkehr. Das spitzt sich ganz an wenigen Wochenenden zu. Und das können nicht die Tourismusregionen erledigen. Die müssen das vor Ort machen. Wir reden zum Beispiel über den Fernpasstunnel schon, soweit ich mich erinnern kann, seit vier Jahrzehnten. Aber das kann jetzt wirklich nicht die Aufgabe für Sölden sein, sondern das hätte eigentlich, und das sage ich auch ganz ehrlich, schon lange die Politik erledigen müssen, aber nicht zu glauben jetzt, dass das die Regionen erledigen können. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen und aufgrund unserer Positionierung die Sachen weiterentwickeln und auf unseren Kunden hören, dann behaupte ich mit voller Überzeugung Folgendes, auch in der Zukunft, in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld entscheidet das gute Angebot. Herr Flebs, wir sind durch die Pandemie von einem Obertourismus, habe ich immer gesagt, zu einem Nulltourismus heruntergefallen. Die Tirolwerbung schreibt sich auf die Fahne Werte wie Freiheit, Gesundheit und Regionalität. Daran wird die Pandemie ja nichts ändern, oder? Die Pandemie kann ja diese Werte eigentlich nur stärken. Wir wollen noch freier sein, wenn man uns einsperrt. Wir wollen noch gesünder sein. Wie wird der Tourismus ausschauen nach der Pandemie Ihrer Meinung nach? Diese Covid-19-Pandemie ist für die Reisebranche weltweit eine Zäsur. Es ist die wirtschaftliche Grundlage durch die Einschränkung von Mobilität komplett entzogen worden. Und meine Generation, ich bin jetzt Anfang 40, hat es noch nicht erlebt, dass man Grenzschließungen, oder nicht bewusst erlebt, Grenzschließungen und Mobilitätseinschränkungen, auch sogar Freiheitsbeschränkungen in der Form mitgemacht haben. Ich habe da auch einen großen Respekt davor. Und natürlich ist diese aktuelle Zäsur und Situation Zeitpunkt für eine nächste Standortbestimmung. Ich tue mir aber ganz schwer damit und warne auch davor, die Tourismusentwicklung in Tirol, dieses Modell Tiroler Weg im Tourismus als Ganzes zu hinterfragen oder dieses Modell umstoßen zu wollen.
Wir haben Qualitätsvoraussetzungen und ganz markante Entwicklungen, auf die man weiter setzen muss. Die Familienprägung im Tiroler Tourismus. Wir haben weit über 90% der touristischen Betriebe sind familiengeprägte Betriebe. Das Thema der Gastlichkeit, Gastfreundschaft, wir haben schon über die Dienstleistungsqualität gesprochen, hat wieder mit Familie und Familienunternehmertum zu tun und ganz einer starken Identifikation auch von Mitarbeitern in diesen Unternehmen mit ihrem eigenen Produkt. Und der Wintersport, und hier ist Tirol das kompetenteste und das Wintersportland Nummer 1, und das nicht aufgrund von Quantitäten, sondern aufgrund von Innovation und Kompetenzführerschaft. Und auf dem aufbauend jetzt herzugehen und das, kurzfristig geht es jetzt um den Restart. Das müssen wir uns einfach alle bewusst sein. Es geht jetzt darum, eine Branche, die über so viele Monate heruntergefahren werden musste, aufgrund einer notwendigen gesundheitspolitischen Entscheidungen, jetzt wieder auch starten zu können. Hier haben die Betriebe, und ich kann das wirklich flächendeckend auch für Tirol sagen, und es ist fast ein bisschen schade, dass wir in diesem Winter nicht beweisen konnten, weil es hier hervorragende Sicherheitskonzepte gibt, weil hier das Thema Hygiene gerade im Tourismus schon immer einer der wesentlichsten Faktoren gewesen ist. Und viele Maßnahmen, auch gerade bei den Seilbahnen, auch ein sicherer Tourismus in dem Winter möglich gewesen wäre. Das hat man letzten Sommer auch schon gesehen. Das haben wir jetzt nicht beweisen können, jetzt bereiten wir uns aber sehr intensiv auf den kommenden Sommer vor. Und in dieser Standortbestimmung, wir arbeiten ja auch unter Federführung vom MCI, Management Center Innsbruck, an dem Department Tourismus, auch an diesem Zukunftsbild. Und ich glaube, dass dieses Zukunftsbild geprägt sein wird von der Bedeutung regionaler Kreislaufwirtschaft, auch geprägt sein muss von diesem Familienbegriff im Unternehmertum. Und hier sind die Herausforderungen in der nächsten Generation viel größer, wie es jetzt in der Generation davor gewesen ist, das Thema Übergaben, bis hin auch zur Stilllegung von Betrieben. Wir werden dieser Zukunft geprägt sein von auch einer neuen Dialogfähigkeit, ein Umgang im Miteinander, im Lebens- und Erholungs- und Wirtschaftsraum dieses Landes. Aber er wird am Ende immer geprägt sein von dieser Innovations- und Kompetenzführerschaft, die wir im Angebot haben. Deshalb ist mir um die Nachfrage, mache ich mir sehr wenig Sorgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz intensiv als Branche damit auseinandersetzen, dass wir dieses Bewusstsein der Nachhaltigkeit in allen ihren drei Dimensionen, ein Wirtschaften im Einklang mit der alpinen Natur, um ein attraktiver Lebensraum, begehrter Erholungsraum und vor allem zukunftsfähiger Wirtschaftsraum zu sein. In der Kombination sehe ich auch die Zukunft des Tourismus in Tirol. Das sind sehr schöne Worte am Ende des Gesprächs. Und eine Frage an Herrn Falkner. Nach all den Jahren im Tourismus, wenn Sie jetzt in Rückspiegel das Revue passieren lassen, ist der Tourismus für Sie eine Wissenschaft geworden oder ein persönliches Glaubensbekenntnis? Ich glaube, der Tourismus ist sehr eine persönliche Geschichte. Und ich sage immer, entscheidend auch ist Herzblut. Sie können die besten Manager haben, aber ich mag Leute, die Herzblut haben, die das leben, wo das dann, egal ob das jetzt ein Journalist ist, wenn er geführt wird, der das spürt, oder unternehmerisch aus meiner Sicht. Und ich sage immer Folgendes, und interessanterweise habe ich diesen Spruch, glaube ich, schon vor über 40 Jahren gesagt, damals, als natürlich in einem anderen Kontext, habe ich gesagt, lieber 60 Stunden im Tourismus, als wir 40 Stunden in der Fabrik. Und wir haben ja ganz ein tolles Produkt. Das ist sehr komplex, auch beruflich herausfordernd, aber spannend, weil es so verschiedenartig ist. Nicht? Sie haben ja mit völlig verschiedenen Bereichen zu tun. Aber auf der anderen Seite haben sie mit einem Produkt zu tun, wo für die meisten Leute die schönste Zeit ihres Lebens ist oder ihres Jahres ist der Urlaub. Und wenn sie Leute mögen und nicht Angst haben vor den Leuten, dann ist das ein unheimlich tolles Thema. Und deswegen ist das wirklich sehr persönlich und ich glaube, gerade wenn es einem einigermaßen gut geht, sollte man nicht aufhören, nach Qualität streben und hungrig zu bleiben. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Die Saturiertheit, der Wohlstand, den wir Gott sei Dank haben, dass alles selbstverständlich geworden ist, sondern Dienstleistung
sagt ja das Wort Dienstleisten, das muss man jeden Tag neu. Vergangenheit ist Vergangenheit und wir müssen an der Zukunft arbeiten. Vielen Dank für das Gespräch Ihnen beiden.